aber schnell eskaliert. Durchsuch die Taschen. Vielleicht wissen wir dann, wo die Kids sind. Ficker hat's rausgefunden. Paco hängt vermutlich irgendwo als Warnung. Scheiße. Diese Drecksfotzen. Oh, was für ein Chaos. Wenn der Chum trotz allem noch lebt, haben wir noch eine Chance. Ich habe mal am Korpusplaza gearbeitet. Und jetzt? Jetzt bin ich hier. Pass darauf! Perfekte Scheiße. Ja? Ja?
Marco. Oh, verdammt nochmal. Bleibt nur noch die Kleine. Die könnte da genauso hängen, wenn Hansen sie verdächtigen würde. Ja, vielleicht. Espérez, c'est notre tête, moi, ça y est.
ist jemand mächtig angepisst. Warte mal. Ich muss weg. Klasse versuchten, einen Streik zu organisieren, der finanzielle Verluste in Millionenhöhe nach sich gezogen hätte. Wichtig, wenn Sie diesen sogenannten Gewerkschaftsvertretern begegnen, informieren Sie... Das nenne ich mal Profi-Söldner-Arbeit. Flavio labert mich ununterbrochen, so wie taff du bist. So bleibt das bestimmt auch erstmal. Söldner wie du sind echt selten. Auftrag erledigt und deine Eddie sind bald bei dir. Einige tödliche Kurzschlüsse ausgelöst. NCPD fordert alle Nutzer von Cyberware nachdrücklich auf, nur von lizenzierten Herstellern zu kaufen. Sie werden es nicht bereuen. Zahlreiche Nomaden sind nahe der Stadtgrenze aufgetaucht, und zwar bei Northbound und Charterhund. Einigen Berichten zufolge könnten die gewaltbereiten Vagabunden trotz der Bemühungen des NCPD nach Night City gelangt sein. Wenn Sie einem Nomaden begegnen, vergessen Sie nicht Ihr Recht auf Selbstverteidigung. Bei solch gefährlichen Verbrechern stellen Warnschüsse allein keine wirksame Abschreckung dar. Die letzte Story für heute. An einer Endbahnstation ereignete sich ein blutiges Massaker. Der unbekannte Mama Lobe!
ist Verlass. Danke für die Hilfe, V. Mein Chum erledigt dann den Rest. Kannst dir deine Belohnung abholen. Aber verbrate nicht alles für Expedis und Glitter.